Kugeln ist, aber keiner daheim. Ja, servus die Madln und grüß euch die Buben. Ja, ich bin heute einmal wieder unterwegs. Ich habe ein paar Stunden Zeit. Wir haben ja die Enkeln da, aber die Oma und meine Tochter mit sind, gehören jetzt sind wohin gefahren. Das heißt, ich habe ein paar Stunden für mich Zeit. Und das nutze ich natürlich aus. Wir haben fast 20 Grad im Augenblick. Und da wollen wir es eigentlich jetzt einfach nur gut gelassen. Geht um mein mystisches Wäldchen, habe einiges dabei. Und ja, das lasse ich mir einmal wirklich gut gehen. So schön grün, wie das schon wieder alles ist. Ein Träumchen. Ja, ich denke schon mal, das könnte schon ein recht schönes Platzl sein. Viel Zusammen haben wir da. Freunde, eins kann ich sagen, diese Viecher sind lästig. Weil ich das gewusst hätte, hätte ich meinen Thermasell mitgenommen. Aber dazu nachher mehr, da habe ich auch was Neues. Ist aber noch nicht bei mir, aber sage ich euch dann ein bisschen was. Ja, ich habe schon mal versprochen, ich werde mir meinen Speck, ich habe mir das Karree mitgenommen von Andreas, von www.wildermannxyz. Den werden wir sich heute gemütlich aufschneiden. Dann habe ich ein Semmel habe ich dazu. Und dazu gibt es ein bisschen Senf habe ich mitgenommen. So ein Frühlingszwiebel werden wir sie aufschneiden. Ein Paprika habe ich noch da. Und da habe ich noch ein Stück Gurken versteckt. Die ist auch überblieben, die werden wir auch einverleiben. Puh, so da. Jetzt werden wir den da mal ein bisschen abschneiden. Da sind wir natürlich schon neugierig drauf. So, das nehmen wir natürlich dann alles mit. Ach, Freunde. Boah. Gut, werden wir dann einmal anschneiden. Und einmal kosten wir ein Stückchen. Boah. Der zergeht echt auf der Zunge. Also. Alle Achtung. Gut, ich werde mir jetzt ein bisschen was aufschneiden. Machen wir auch meinen Frühlingszwiebeln noch. Riecht man da alles her. Pfui, die sind lästig. Bist du narrisch. Oh, wow. Wow. Pfau, zum Glück geht ein bisschen Wind, weil sonst hält das wahrscheinlich gar nicht aus mit denen. Gut, ich brauche da noch ein Stückchen, weil ein bisschen den Frust von den Viecher loswerden. Schaut euch das an. Herrlich. Ja. Ja, Freunde, schaut das nicht herrlich aus? Und das werde ich mir jetzt einmal ordentlich schmecken lassen. Ja, Freunde, in dem Sinn, danke an den edlen Spender, den Andreas. Und jetzt werde ich sagen, wir gehen uns einmal an. Wow. Alter, der ist wirklich eine Geschichte. Natürlich habe ich nicht den ganzen aufgeschnitten, ich habe ein bisschen über das Viertel halb mal geschnitten, der Rest geht wieder mit Hand, dass natürlich daheim die auch kosten können. Tja,
heute gibt es einmal was Neues. Haben wir meine Tochter mitgenommen. Ein Red Bull. Die Summer Edition mit Marille Erdbeer. Schauen wir mal. Wow, dann der ist aber cool. Der passt da super dazu. Ja, jetzt sehe ich hier gerade noch was da. Perla. Eine Blüte. Passt ja perfekt dazu. Habe ich eigentlich gerne in meinen Essensplatz auch ein Bärlauch. Hammer. Echt Hammer. Aber ich will euch jetzt gar nicht länger, sondern schalte euch jetzt weg. Eins kann ich sagen, das war jetzt exquisit. Marille Erdbeer. Wow. Bauch alles voll. Die Viecher sind nach wie vor lästig. Ich bin froh, wenn man da ein bisschen Wind durchgeht. Die sind sowas von ekelhaft. Das habe ich schon lange nicht gesehen. Ja, ich habe ja kurz einmal anklingen lassen, dass ich mir da so ein neues Gerät gekauft habe. Das ist ähnlich wie der Marcel, den vergötter ich ja quasi. Und das ist was Ähnliches, nur braucht er keine Gaskartuschen, sondern der macht das elektrisch. Das heißt, den kann man mit USB aufladen. Der ist auch nur mehr ein Drittel so klar, so wirklich 10 cm. Hat ein paar Vorteile, was ich gelesen habe. Also man kann ihn mit einem Plattel betreiben oder auf der Rückseite mit einem zweiten. Da hat man entweder 10 Kubik oder 30 Kubik. Ich glaube, mit einem Plattel hält er, sagt es jetzt nicht viel, 12 Stunden mit zwei Platteln, 6 Stunden, so irgendwie. Die Platteln sind ein bisschen kleiner wie der von der Marcel, muss ich sagen. Das sind diese wie die Gößenstecker von daheim, also die halber zu großen wie die von der Marcel. Aber ich habe mir auch vorgestellt, ich werde den zerschneiden und stecke den so rein. Ich habe auch, glaube ich, 60 Platteln dazu bestellt. Das war so ein Set-Angebot. Mal schauen, wie die sind. Wenn es nichts sind, verwende ich die für daheim. Und wenn die Thermacell besser sind, bestelle ich mir von Thermacell weiter. Ja, wie gesagt, ist elektrisch, kann man mit USB aufladen, kann man als Powerbank benutzen und ja, ich weiß auch nicht, ich glaube 12 Stunden hält es an, dann ist es leer. Aber ich finde es super, weil der Thermacell ist wirklich der Überhammer. Der geht mir heute ab. Boah, das ist ein Wahnsinn. Da flippst du aus. Den hätte ich heute brauchen können da. Wenn das Ding dann da ist, werde ich den sicher vorstellen. Ich hoffe, dass der wirklich genauso gut ist, aber an und für sich, was soll der Unterschied sein? Ob ich das Blattl jetzt erhitze mittels Gas und Hitze oder ob ich das erhitze mittels Strom und Hitze? Also, mir sollte eigentlich wurscht sein. Ja, vielleicht habt ihr es eh schon bemerkt. Der Walking Dog in Dobermann. Ja, ist diesmal braunes, fällt auch nicht so unbedingt auf von hinten. Ist schon okay so. Ja, was gibt's sonst Neues? Was habe ich mir gekauft? Ja, ein bisschen was. Habe ich ja schon gesagt. Jetzt wisst ihr, ich habe dieses kleine Zeiss gehabt, dieses 10x20. Das habe ich wieder verkauft, weil ein 10-fach kannst du eigentlich quasi vergessen. Vor allem nicht mit einer 20er Öffnung, weil das kannst du nie ruhig halten. Das ist Ding der Unmöglichkeit. Das ist mehr Wogeln als wie sonst was. Da brauchst du so wie die Steiner mit 8x35. Das ist top. Das kannst du rückhalten. Das geht eigentlich bis in die Dämmerung noch rein, obwohl ich das eh nicht brauche. Aber ich habe mir jetzt günstig geschossen, so ein Monokular von Zeiss. Ist sicher aus den 70er oder 80er Jahren. Von der Optik her ein Träumchen, gibt es gar nichts zum sagen. 8x20 geht wirklich sehr gut. Hat, weiß ich gar nicht, 80 Gramm, 70 Gramm oder noch weniger, ich habe keine Ahnung.
Ich hab so einen kleinen Clip drauf, da könnt ihr es mal reinklippen. Ich hab's dann vorhin hängen auf dem Brustgurt, das könnt ihr euch auch umhängen. Und könnt ihr so mittragen. Ja, werde jetzt ein bisschen probieren, ich hab's eh schon ein paar Tage, hab mich eh schon ein bisschen gespült. Klar, so wie ein Fernglasl ist das Ganze nicht. Aber das ist zum Beispiel auf alle Fälle was, was wir immer dabei haben kann im Rucksack, egal wohin, weil das hat kein Gewicht. Da ist ein kleines Ledertaschel dabei, habe jetzt da drin irgendwo, ich mache dann vielleicht ein Foto und blende euch das ein. Das ist wirklich perfekt, wenn man, bevor man gar nichts dabei hat, ist das immer noch super. Jo, dann gibt es noch was, das kennt ihr das da oben, meine Rode, mein Wireless Go. Das ist ja noch die erste Variation. Das habe ich jetzt da 3 Jahre und sicher 300 Videos damit gemacht. Das geht nach wie vor pipi feinst. Es gibt überhaupt keine Bresseln damit, aber es hält nicht mehr so diese 7 Stunden, was es am Anfang gehalten hat. Wir sind jetzt so zwischen 3 bis 3,5 Stunden vom Mikrofon. Der Empfänger hält länger, aber das ist schneller leer. Und daher habe ich mir überlegt, ich habe eigentlich gewartet auf das DJI Mic, das mit 2 Mikrofone, aber das, wer weiß, wann das kommt, wird sowieso einen Preisanstieg auch noch haben, kostet weit über 330 Euro oder was. Ist mir nicht wert. Und ich habe jetzt das Rode Wireless Go, das 2er gekauft, aber die Single Edition. Das heißt, ich habe nur einen Sender und einen Empfänger. Reicht mir vollkommen aus. Ich brauche kein zweites Mikrofon. Was soll ich damit? Ich bin allein unterwegs. Das soll ich mich interviewen selber. Sinnlos. Und das wird auch demnächst kommen. Dafür werde ich mein altes Rode verkaufen. Ja, leider wieder zu spät auftrat. Ist gerade da hinter mir ein Reh vorbeigerannt. Hat natürlich bald wie einser. Die ist da angehauen. Ich habe jetzt gehofft, dass noch was nachkommt, aber das war allein. Ja, ich denke, bei den vielen Grünbeeren jetzt schon schön, fügt sich das da ein paar da gut rein. Ja, da haben wir es eh ordentliche Zeit lang gut gelassen. In der Zwischenzeit haben wir es 3:15. Jetzt werden dann die meinigen her bald heimkommen. Und ich packe schon langsam zusammen und werde auch am Retourweg machen. Dann bin ich auch rechtzeitig daheim. Mal schauen, ob sie noch was unternehmen wollen. Alles fertig zusammengepackt. Das Grüne stellt sich eh wieder auf, da mache ich mir keine Sorgen. Und gehen wir wieder schon langsam zurück. Ja, Freunde, das war's einmal wieder. Ich habe jetzt nicht mehr weit zum Auto. Ich verabschiede mich gleich da von euch. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Madl und pfiat euch die Buben.